Predigt zum Magnificat, zum Lied von Maria im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Verse 46 folgende. Nachdem Maria vom Engel die unerhörte Botschaft hat bekommen, dass sie das Kind von Gott wird empfohlen, ist sie überwältigt. Sie muss mit jemandem reden können. So macht sie sich auf den Weg zu ihrer Verwandten, der Elisabeth, die in dieser Zeit auch schwanger war. Auf Begrüßung von Elisabeth antwortet Maria mit einem Loblied auf Gott. Die Worte von Maria werden als Magnificat bezeichnet. Das latinische Wort bildet den Anfang vom Lied. Magnificat anima mea dominum. Es lobt meine Seele Gott. Das Magnificat ist ein Hoffnungslied und ein Lied vor Gerechtigkeit. Nehmen wir uns die Worte von Maria zu Herzen und lassen auf uns wirken. Meine Seele lobt Gott und mein Geist ist erfüllt von Gott, der alles heil macht. Er hat auf mich geschaut, auf die unbedeutende Frau. Weil ich das Kind bekomme, werden mich alle Menschen selig preisen. Der unermessliche Gott hat Grosses an mir bewirkt. Seine Güte begleitet jedes Geschlecht und geht so weit, wie der Himmel ist. Seine Liebe umsorgt alle, die ihn kennen. Er greift mit starker Hand durch bei denen, die im Herz hochmütig sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron. Den Niedrigen gibt er ihre Menschenwürde zurück. So das Lied von Maria. Was bedeuten die Worte? Die Maria geht schwanger mit der Hoffnung auf eine gerechtere Welt. Das bedeuten sie für mich. Es sind Worte gegen die Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Die Maria erwartet das Kind, wo Gott von ihm sagt, es sei sein. Die Maria singt das Lied über die Veränderung der Welt. Es sind keine harmlosen, rein besinnliche Worte, die wir aus ihrem Mund vernehmen. Vielmehr ist es ein Lied, das nach prophetischer Art die Umkehr von Machtverhältnissen beschreibt. Die Maria ist guter Hoffnung. Mit dem Kind wächst in ihr auch die Stärke und Zuversicht. Die Maria bekommt von Gott keine leichte Aufgabe und doch sagt sie ja dazu. Sie traut sich etwas, obwohl sie sich zuerst nur als unbedeutende Frau sieht. Sie wächst in die Aufgabe inne und wächst selber dran, wenn sie ihrer besseren Welt in sich Platz gibt. Die Maria ist schwanger mit einer neuen Welt. In einem kleinen, schwachen Kind zeigt sich Gott. Die Veränderung zum Besseren zeigt sich im zarten Hoffnungsschimmer. Im Kleinen und Unscheinbaren fängt das Friedensreich an. In dem Wort vom Lied hören wir, was Jesus später lebt. Er lebt die Wertschätzung gegenüber den Geringen, Unterdrückten und Armen. Gewalt lehnt er ab und Gerechtigkeit für alle fordert er sein Leben lang. Und jetzt liegt die Aufgabe bei uns. Maria singt das Lied vor Gerechtigkeit. Gott redet Maria an und sie antwortet. Sie steht dabei selber ein für eine gerechtere Welt, wie sie im Lied beschrieben ist. Wie ist es mit uns? Lassen wir uns auf Gott ein. Wo setzen wir uns ein für eine gerechtere Welt?
Warum? So wird gäng wieder gefragt. Bestimmt denn die Gerechtigkeit, die mit Jesus ist angebrochen, noch nicht unsere ganze Welt? Bis heute noch nicht. Wo bleibt das Friedensreich? Warum lässt Gott überhaupt das Leiden zu? Beim Versuch, die Fragen zu beantworten, kommen wir an kein Ende. Der Gott, den ich daran glaube, steht eindeutig auf der Seite von denen, die unter Ungerechtigkeit leiden. Gott, unsere Schöpfungskraft, steht ein für das Leben. Aber sie ist nicht eine Lenkerin der Geschichte, die allmächtig bestimmt. Sonst wäre es ja wirklich nicht zu verstehen, warum der Gott nichts gegen das Unrecht würde unternehmen. Vielmehr, denke ich, ist Gott selber ohnmächtig gegenüber Gewalt und Ungerechtigkeit. Aber das Wichtigste ist, Gott ist mit uns, gerade auch im Leiden. Sie gibt uns Kraft, verlässt uns nicht. Leidet selber, wenn wir leiden. Wir haben einen freien Willen, Gutes zu tun oder nicht. Darum liegt es an uns allen, einem Friedensreich zum Durchbruch zu verhelfen. Und es gibt wirklich auch viele einzelne Menschen und verschiedenste Organisationen, wie der christliche Friedensdienst, wo wir heute dafür die Kollekte sammeln, die sich weltweit für Menschenrechte einsetzen. All die sich nicht selber wehren für ihre Rechte, brauchen Leute, die heranschauen und Organisationen, die Einfluss nehmen, dort, wo die Missachtung der Menschenwürde passiert. So ist es wichtig, dass es solche Gedenktage gibt, wie der Internationale Tag gegen die Gewalt an Frauen und Mädchen am 25. November und der Internationale Tag der Menschenrechte am 10. Dezember. Zwischen diesen Daten wird mit den 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen seit 1991 jedes Jahr eine internationale Kampagne durchgeführt. Die Friedensorganisation CFD, Christlicher Friedensdienst, hat in der Schweiz zum ersten Mal 2008 eine Kampagne lanciert. Rund 60 Organisationen beteiligen sich seitdem mit einem vielfältigen Programm. Durch die Anlässe passieren Information und Aufklärung. Wir werden hoffentlich wachgerüttelt und es geht uns ein Licht auf dabei, wie jede und jeder von uns sich sinnvoll einsetzen kann. Doreen Steiss wiederum sie innerhalb von der Thematik gegen Gewalt eine Aktion vom Soroptimisten Club. Weltweit werden Gebäude und Plätze orange beleuchtet. Bei uns sind das jetzt in dieser Zeit Schloss und Stadtkirche. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. So werden sie für uns zum Mahnmal gegen Gewalt und zum Hoffnungslicht für die Gerechtigkeit. Wir können uns alle auch selber beteiligen mit orange beleuchteten Fenstern daheim. Auf der Homepage im Blog von unserer Kirchgemeinde gibt es dazu auch Beiträge in Wort und Bild. Gott gibt uns gerne Hoffnungsbilder, dass wir nie vergessen, dass das Leben über den Tod gewinnen kann und Gerechtigkeit über die Ungerechtigkeit. Solche Hoffnungsbilder sein, auch Menschen, die helfen. Wer weiss, vielleicht ziehen sie ihre Kraft aus Wort wie denen von Maria. Heute ist erster Advent. Die Adventszeit ist ja auch ein Hoffnungsbild. Wir besinnen uns darauf, dass Jesus durch die junge Frau Maria ist empfangen und geboren worden. Wenn wir im Advent auf Weihnachten warten,
dann soll jedes Jahr das Verlangen nach Gerechtigkeit wachsen. Das Lied von Gerechtigkeit, das Magnifikat, wo wir von Maria hören, soll unser eigenes Lied werden. Mit Taten von Gerechtigkeit, mit jedem persönlichen Einstehen für eine bessere Welt, verhelfen wir Gott zum Leben. Nur so kann Frieden werden auf der Erde. Amen.